Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Dead Island. Heute geht's weiter mit der Hauptmission. Ich denke, es wird in den Dschungel gleich gehen. Wieder dabei Raffi und Bobo. Hallo. Hallo. Und auch bei mir unten alles verlinkt. Wollte ich auch nochmal so erwähnt haben. Weil ihr sagt das immer die ganze Zeit, jede Folge. Und ich sag gar nichts. Hinter euch! Alter! Hä? Förster! Was machen wir? Wir müssen Kisten aus der Chappe, oder was? Hä, warum muss man hier Kisten aufstapeln? Was ist das denn? Warte kurz. Nee, wir müssen, glaube ich, einsteigen. Ach so. Oder? Ich muss hier Kisten. Ja, wir müssen einsteigen, die machen das Auto kaputt. Okay. Glaube ich. Hä? Kann er rein? Okay, bin drin. Fährst du, Raffi? Ja. Oh nein. Ach du liebe Zeit. Oh nein, ich hab F gedrückt. Ah, warten Sie. Jetzt hätte ich dich einfach zurücklassen sollen, Alter. Ah, ich bin nicht so. Press F vor Respekt. Hallo, da bin ich wieder. Ich bin der Neue. Ich bin in der Probezeit. Können Sie mir bitte helfen? Ja, was für schöne Fenster. Schade, dass man jetzt hier die Autos so ein bisschen verbessern kann und sowas noch. Hier, die Gegend finde ich besser als die Slums. Warum? Weil hier keine Gegner sind, oder was? Nee, einfach von dem Bau her. Vom Bau her? Ja, Slums sind so scheiße gebaut, finde ich. Ja, du weißt, was Slums sind und warum Slums entstanden sind. Wir sind hier im reichen Viertel oder Terroristenviertel. Und im Slums sind halt Arme. Weiß. Wir haben halt dann so viel Geld. Naja. Nicht jeder kann einen guten Beruf haben. Ja. Bobo, was machst du da? Wie meinst du? Ja, du verdrehst deine Augen nach oben. Ja, wir haben den besten Beruf. Wir dürfen gratis hier. Oh. Unsere Zeit opfern für YouTube, meinst du? was? Aber ich sag doch so, wenn wenigstens einer Spaß dran hat, da hat sich das doch schon gelohnt. Richtig. Alter, hängt mir im Fenster! Hm. Der hängt mir im Fenster. Ja, also ich sehe nur irgendwie Straße immer neben mir. Ich weiß auch nicht. Also wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich Straße. Ach, hier. Ja? Soll vielleicht ich fahren. Alter, Sippi. Bimmel, Bommel. Jetzt auf jetzt. Raus. Also mit mir wären wir schon am Ziel. Mann, mit dir wären wir schon tot. Raffi, press F to respect. Wir kommen hier in die Stadt, ins Bonzenviertel wieder und ihr müsst hier wieder meckern. Ja, diese Ansprüche sind extrem gestiegen. Ja, zum Glück fährst du in Real Life noch kein Auto. Wir reichen Scheißen drauf, ob unser Auto kaputt geht. Ja. Wir kaufen uns einfach neues. Ja, ein Glück fährst du noch kein Auto. Da. Gott sei Dank, Boden, wir haben es geschafft. Marco Fazzo bin ich gefahren, Junge. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Stell dich nicht so an. Gute Nachricht, schlechte Nachrichten. Wir müssen hier zu sehen einmal. Thank God. Na, was geht, Bruder? This kind of hunger makes people crazy. What do we have here? What do we have here? So. Steige aufs Hoteldach. Nice. Dann
Wollen wir losknacken oder wollt ihr irgendwas machen? Oh, kurz gucken, was hier so im Angebot gibt. Und ja, ich bin pleite. Ich habe letzte Folge noch ganz Geld ausgegeben, beziehungsweise nach der Folge. Mir ein paar Materialien gekauft. Unter anderem so Wasser-Inkbums-Fleisch, was so 1500 kostet. Da kann ich wenigstens kein Geld mehr verlieren, wenn ich sterbe. Ja, ich habe auch mein ganzes Geld ausgegeben. Aber ich habe ja nur... Was? Nein, ich muss noch looten. Wartet auf mich. Ich bleib sogar drauf. Kann ich doch nicht. So. Kann er einsteigen? Okay, bin drin. Aber was machen wir jetzt? In der Hauptmission. Aufs Hoteldach steigen. Ach, stimmt, da war was. Ich erinnere mich. Wer fährt? Bobo, okay. Ich sehe es durch das Dach durch. Wenn ich ganz ältere Hinweise im Pause-Menü abrufen. Okay. Warum brauche ich ältere Hinweise? Ich weiß es nicht. Schau, vielleicht hast du ja mal was vergessen, wie man läuft oder so, weißt du? Ja, komm mir gerade so vor, als wäre ich schon ein alter Sack oder so. Und vergesst alles. Alter! Ei, ei, ei. Hat sich gedreht, was war denn hier los? Tankstelle am Leuchtturm. Ei, ei, ei. Was war das? Scheibe eingeschlagen. Ein Exploder. Zwei Exploder. Ich kann nicht aufsteigen. Ich auch nicht. Der steigt um. Ich will Daniel bleiben erstmal chillig sitzen. Ja, nein, ich bin nicht sitzen geblieben. Ich bin chillig sitzen geblieben mit dir. Daniel ist direkt wie ein Mädchen weggerannt. Nö, ich hab hier die Dinger gemacht. Er wollte keinen Spaß. Ich hab gelootet. Ja, ja. Hast du Angst, ne? Ne, ich loote hier gerade. Ich weiß nicht, wie viele Koffer hier rumstehen. Ich weiß selber, dass hier viele Koffer sind. Oh nein! Oh Mann! Wer war das? Wer unterbricht mich beim Looten? Was soll die Kacke? 104.8 respond. Hallo, can you hear me now? Und außerdem, wie sind wir jetzt da hochgekommen? Letztes Mal war das Hotel voll. 104.8, are you there? Can you hear us? This is 104.9. Yeah, yeah. Well, hang tight, 104.8, because we're coming for you, buddy. That is, if the offer still stands. Of course. I'll call in a helicopter and we'll be in the nearest aircraft carrier. But first, you have to get here. We have wheels, we have gas, we'll get there. Wheels won't cut it. Well, why not? Where the hell are you? You see the ocean? That island on the horizon? If you had a high-powered telescope, you'd see me waving to you. That's where the prison is. Who the fuck are you? A convict? Speak! Was mit dem Auge los? My name is Ryder White. I'm a colonel with the BIDF. Banoi Island Defense Force. I came to the prison to get my wife. A doctor, Emily White. Can we speak with her? What's that? Come again? We want to speak to her. I told you, she's barely here, beaten by one of the infected. She was trying to help him, heal him. I only know all this because of her. Listen, you try to soften us up by making us feel sorry for your wife and then promise us a way off this goddamn island, all from a fucking prison? Of course you're gonna be suspicious. How do you think I found you at the hotel? I'm a BDIF colonel, not some thug in a cell. So why don't you call your own people? Contact the fleet.
Do you hear how bad the reception is? A bloody monsoon's coming. The fleet is 80 miles offshore in the middle of the storm. The satellite's down. We're cut off. Any more questions? He's telling the truth. And how would you know? She's not just a hotel desk clerk, right? Time's running out. You coming or what? I guess we don't have a choice. But first we need to find a goddamn boat. There's no point. This is benign. The prisoner's surrounded by a minefield. Ach so. You have to find a guide through to the bunkers inland to Mingindi and find a smuggler called Moen. He knows the way. Bunkers? Japanese bunkers from the war. They're mostly destroyed, so you should have no problem entering. They will lead you inland. All right, White. We're taking you at your word. If this is some kind of con, I will personally take you off at the head. Trust me. It's us against them. We'll be in touch. Okay, what the fuck? Der Updancer war so geil. Den hätte ich gerne mal in live gesehen. Ich brauche Hilfe. Brauch Hilfe. Ausweis. Melee. Ich kann mich nicht bewegen. Danke. Guck mal, ich schalte dich sogar noch. So nett bin ich zu dir. Ausweis. Sieht denn aus, als hätten wir fast nicht mitgenommen wegen dir. Nee, den wollte. Guck mal, die habe ich alle schon gelootet hier, Raffi. Ja, und warum kann ich hier noch Geld rausnehmen? Weil das für jeden einzeln ist. Nein, wir bekommen zusammen das Geld. Nein. Koffer muss jeder selber Genau. Aber wir bekommen zusammen das Geld. Nur wenn du von... Ja. Was hast du hier für einen Unfall gebaut? Ja, einen geilen, oder? Ich versuche den Wagen rauszurangieren. Wieso? Wir müssen doch gerade hier rüberlaufen. So. Oder? Was? Wir müssen nicht looten? Ich brauche wieder Geld, ich bin pleite. Er zählt jetzt das Geld zusammen oder nicht? Ja. Aber wenn du jetzt bei zum Beispiel Dings Gegner tötest und das Geld fällt auf den Boden, kriegt das nur einer, also kannst einer aufheben? Weil wenn du aufhebst, steht bei mir da die und die Summe genommen. Wir kriegen es auch, ja, aber du darfst die Koffer selber nochmal öffnen. Ja. Ah, okay. Die Koffer sind für jeden selber da, aber wir kriegen trotzdem das Geld. Es ist ja an sich gut, weil so kriegen wir ja mehr Kohle. Ja. Ey, ich find's krass. Am Anfang hat man noch gesagt so, ey, ich hab keine Ausdauer mehr. Und jetzt? Du rennst ja fast dauerhaft. Du kriegst ja pro Level, kriegst ja auch irgendwie Ausdauer. Aber mein Ausdauerbalken mittendrin ist ja riesengroß mittlerweile. Das stimmt. Maybe there's something useful. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Spring drauf. Den Jumper. Was ein Arsch, der bleibt einfach kurz vorher stehen vor meinem Messer. Oh, wo geht's hier lang? Teilschrott? Oh, was geht denn hier ab? Moment, ich habe einen Katana gefunden. Geil, warte, ich komm. Ja, moin. Wir teleportieren uns gleich zu dir, Bobo. Ja, mach den Ruhe. Da links hier in der Kiste. Das nimmt man mal mit. Ja, mal ausprobieren jedenfalls. Okay. Geh nochmal rein, Bobo, da ich B drücken kann. Jupp. Oh, da sind wir. Ah, hier sind wir. So, Inventar. Hinfälliges Kanta. Oh, wie viel Schaden macht das? Oh, er will Sempex basteln. Here you go. Just don't blow your balls off. And don't forget, ich kann mich nicht bewegen. Danke. Hey, Jungs. Ich glaube, das wird eine große Explosion. Ich habe dazu gehört. Kannst du nochmal in deinen eigenen Worten zusammenfassen, was gerade passiert ist? Er hat uns eine Sempex gebaut, damit wir den alten Bunker aufsprengen können. Okay. Und wir dürfen uns ja nicht die Eier wegbomben. Genau.
Okay. Da sollen wir aufpassen. Aber ihr habt ja keine Eier, also meinte er mich damit. Ja, ihr seid ja Frauen, oder hast du Eier da unten hängen? Ja. Ah, jetzt fahren wir in den Dschungel, Jungs. Ich bin eine Transe. Nicht vor den Jungs. Das machen wir nachher. Die befummelt mich hier einfach. Da kommen doch gleich die zwei. Gift fand ich nicht so stark. Ja komm, die können wir jetzt eigentlich mal eintauschen. Betäubungsschlag. Betäubungsschlag war Gift, oder? Weil Wichser zum Kosten bringt, ja. Giftbetäubung. Ich hätte gerne irgendwie Feuer oder sowas. Hallo? Entschuldigen Sie bitte? Können Sie bitte aufhören? Du hast mich in die Wand gebackt. I heard this scourge came from... Oh, das Katana sieht geil aus. Kann man da einen Feuermod drauf machen? Auf dem Katana? Haben wir sowas? Ich glaube ja, kannst du dir drauf machen. Was brauchen wir dafür? Für die glühende Klinge weiß ich, oh, boah. Ja, das hab ich. Muss ich kurz gucken. Telefon. Wochenschwanz. Wir haben so viele Mods bekommen mittlerweile. Da, Mods, Baupläne. Ah, nee, geht nicht. Mit Katana. Schock, schwerer Metallmord. Morgenstern. Da, Machete. Glühende Klinge Mod, Machete, Klebeband, Draht. Habe ich doch alles da? Oder kann ich das nicht benutzen? Moment, bin ich blöd? Was habe ich gerade gesagt? Ich habe jetzt nicht zugehört. Ich habe es vergessen. Oh ja, ich habe gesagt, ja, kein Katana. was? Piranha. Haftbombe. Oh, kann ich auch nicht. Fackel? Auch nicht. Assassinengift? Alles kacke. As we go on, we remember. Bin ja schon da, alles gut. All the times we. Oh, du darfst, wenn du möchtest. Jupp. As our life change from whatever, we will still be friends forever. Bobo, kannst du es verstehen, wenn ich jetzt hier rausspringe? Sag's. Das will er ja, dass er rausspringt, damit er weiterfahren kann. Die Räder am Bus drehen sich rundherum, rundherum, rundherum. Kein Wunder, dass hier Zombies entstanden sind. Bei deinem Gesicht, ja. Okay. Wie geht's eigentlich deinem Anfall, wo du gerade hattest, bei deinem Dance-Anfall? Oh, wir waren ja oben, waren wir auch noch gar nicht. Wenn man auf die Karte guckt, ganz oben waren wir auch noch gar nicht. Und unten rechts waren wir auch noch nicht hier. Ja. Aber. Müssen wir raus hier, oder? Ah, lass mich raus hier aus der Karre. Hä? Müssen ins Auto. Wir müssen reinfahren. Nee, guck, ich muss hier hin. Müssen wir irgendwas auswählen noch? Da ist eine Schnellreise. Fahre mit Jin im Truck zum Dschungeltunnel. Tschüss. Hey, ich verlasse den Spielbereich. Hier rein.
Hä? Ja, wir müssen mit Jin reden. Someone must have been hiding in that bunker and attracted their attention. I don't like this, but you do what you need to. You two know what to do. Beschütze Jin auf dem Weg. Okay, Jin. Wir beschützen dein Knackarsch. Let's go. Popcorn. Popcorn? Mit uns! Voll Bock. Zombie! Boah, Alter, hast du die mit dem Kopf abgehauen. Ja, dann komm doch. Keep moving. Keep moving. 1-2. Im Laufschritt. Gleichschritt. Marschschritt. Schaut euch an, Alter. Wir drei waren bei der Navy. Deswegen können wir so rennen und kämpfen. Ich war Feldwebel, Bobo war Lieutenant und hier Daniel war auch Lieutenant. Ja, ich rette sie mal. Boah, es hat 1800 Schaden gemacht. Ich hab der Alten den Arm abgehauen. Ja, ich bleib einmal wie ihr stehen. Ich unterhalte mich mal ganz nett mit ihr. Was? We have to go. Hier bei mir ist so ein fetter Kelb. We have to go. Du kannst auch schneller laufen, Jin. Da kommen vielleicht weniger Gegner. Ja, guck das so. Ist so. Ja. Einfach laufen. Weiter. Komm. Setz dein Füßchen vor ein anderes. Okay, ja, ich mach das. Alles gut. Die zwei da krieg ich auch noch. Ach, okay. Hast du das dir mal angeguckt, so, wenn du den auf die Arme haust? Die Fetten sind tot, ja. Kurz bevor du den Arm abmachst, ne, hinkt der da schon ab. Ja, ja. Okay. Du kannst ihm den auch brechen und dann beißt er noch hier. Die kommen? Ja. Das finde ich krass, wie detailliert die das eigentlich gemacht haben. The bunker is over there. Oh, guck mal, der ist teleportiert. Spreng in den Eingang im alten Bunker. Ich hocke in meinem Bunker. Hey, ich wir sollten vielleicht in Sicherheit gehen. Hallo, Jin. Nein, nicht weiterlaufen. Das ist gefährlich, vielleicht. Aufpassen. We're blowing it up. Okay. 1, 2. Eigentlich steht man andersrum. Hey, war hier nicht schon mal? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Guck mal, ist eine Werkbank. Ja, hier waren wir doch schon mal in dem. Ja, ja, da durch die Kanalisation sind wir hergekommen. Ja, würde ich auch sagen. Hä? Hä? Okay. Wir müssen mit Jin. Wo ist Jin? Komm, Jin. Bin, wo bist du? Komm. Komm her, du kriegst auch ein Leckerli. Kontrollpunkt. Auf. Ja. Jetzt zum Dschungel. Akt 3. Sightseeing in der Höhle. Akt 3. Hast du geredet? Ja, ja, aber Daniel. This isn't only about what Moen wants, is it, White? You're pushing us there for another reason. Don't you understand? Each one of you has had contact with these things, and none of you have gotten sick. Your blood could be used to make some sort of antidote to save my wife. Wie Bobo guckt. She's still alive? Der hat sogar B als Kette. I don't know what it is. It slows down the process, but not forever. The doctors in the lab could use the antibodies in your blood to create some sort of cure. It may be Emily's only chance. What the fuck? Well, what do we do? We do what's right. We do the right thing. Pona,
You are a police officer. You protected those who couldn't protect themselves. This is your path. Richtig. Jin, you're more full of compassion than any of us. You know what it's like to lose someone you love. Richtig. What do you want to do? I don't fucking care. Well, I do. Time to step up, Logan. You in the game or warming the bench? Sam B? Yeah, I hear you. We a crew. We hang together, but we fucked. Alright then. Let's do this. Habt ihr meine Tommy Hilfiger Boxershort gesehen? Noch weiß wie am ersten Tag. Also wenn das keine Werbung ist für Tommy Hilfiger, dann weiß ich auch nicht. Sind wir im Dschungel? Ja, würde ich sagen. Cool. Mal gucken, ob wir das Versteck der Russen. Mal gucken, ob wir die Fireflies noch finden. Weil die suchen auch ein Heilmittel gegen die Zombie-Apokalypse. War das nicht so? Ja. Achso, jetzt habe ich das erstmal gecheckt. Sorry. Oh Gott. Oh. Also mach schon so einen Boomer-Witz und dann kommt. Sowas. Hm. Mann, kannst du mal aufhören, so rumzurollen? Für eine Klapperkiste fahren wir denn hier? Vollgas. Einen guten alten Ford. Ah, okay. Damit fahren wir fort. Mit einem Ford fahren wir fort. Jo, was ist denn das für ein Weg? Du hängst bei mir im Sitz. Ja, gut, Ja, das war's mit dem Auto. Inventar voll? Warum ist mein Inventar voll? Jetzt leer. Was ist das denn? Will ich das wissen? Maybe there's something inside. Hier ist noch ein Fuck. Hier, der kotzt Blut ins Wasser. Ganz vorne. Ich pass auf Jin auf. Oh, schön machst du das. Ich helf dir mal. Da ist ein Fuck oben in Dings. Im Bus, ja. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt erstmal nicht mehr hoch. Ja, warum? Du kannst doch hier hochgehen. Ja, ja, nein. Okay, okay. Ist ja gut. Ich weiß, dass schon Movement nicht so gut war. Ah fuck, auf der Seite komme ich gar nicht hoch. Moment, ich will auf den Bus noch, da gibt's noch irgendwas oben auf dem Bus. Bin sofort bei euch. Lass mich noch kurz regenerieren. Ich hab's geschafft. Hier ist noch eine Kiste, Stufe 2, Dietrich. Wir können nicht zurück, die Chin haut ab. Die muss beschützt werden. Außer Raffi kommt. Ja, alles gut, ich komme wieder. Oh, wir werden, glaube ich, gleich angegriffen. Bin unterwegs. Alles gut, nicht. Nee, bin gleich da. Ja, wenn die so bleiben, sind sie machbar. Wenn sie jetzt nicht gleich aus wie in der Stadt von 10 Seiten kommen. Bin sofort da. Also gut aussehen tut's schon mal hier. Eine blaue Sichel. Jo, ich nehme sie mal gleich mit. 537. Ah, ich hab's schon mitgenommen. Main Damage. Ja, die werden immer besser.
Aber die Gegner halten auch immer mehr aus. Was liegt hier? Ah, eine Frucht, okay. Wohl. Vielleicht mal ein paar essen. Bei mir ist eine Nebenmission, die nehme ich schnell an. Mach das. Ich versuche bei Raffi zu, bei Bobo zu bleiben. Is this infection all over the island? Jesus Christ. Jesus Christ. Hm, sieht gut aus hier. Wo ist denn? Da. Hä? Hey, wo ist denn die Mission? Die ist hochgelaufen. Jin, what are you doing here? Oh. Get inside quick. I will open a door for you. Danke. Gesundheit. Danke. Oh, guck mal, ich habe einen Spaten gefunden. Das ist, glaube ich, eine Mission, ja. Okay. Die wir machen müssen. What do we have here? Hier ist eine Aufzeichnung, ein Brecheisenstockmod. Ich höre gar nichts mehr, so viel. Oh Jungs, hier liegt ein Mod. Wo? Unten Ausweis. Ich bin bei der Hauptmission gerade. Ich höre gar nichts. Oh, noch ein Bauplan. Zwei Baupläne. Wo bist du denn? Also bei mir war eine Aufzeichnung. So, wo seid ihr zwei jetzt im Moment? Ich hab sie nur in Schutz gebracht. So. Okay, ich höre wieder was. Jetzt müssen wir erstmal zurück zum Raffi. Genau. Und dann machen wir die Hauptmission. Und ich. Ja. Dann würde ich sagen, was ist das hier? Fürs erste im Dschungel. Ja, wir sind schon wieder gut dabei. Go to Cola, was ist denn das denn? So, wie bist du da hochgekommen, Raffi? Außenrum. Ja. Wo hier? Bei mir. Ja, also. Hier bei mir. Mhm. Okay, okay. So, wo liegen zwei, die ich schätze? Oben. Einmal hier auf dem Boden und einmal gibt der Typ dir ein. Okay, okay. Ja. Ah, da geht's. Ach, das kann man hochlaufen, okay. Dum, 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 dum. Bauplan, Sturmschrotflinte. Und ein Ausweis liegt auch noch hier. Ja. Ja, Moment, ich muss erst looten. Also drüben bei dem, bei Jin gibt's noch ein. Eine Aufzeichnung. Gut, dann gehen wir doch gerade dahin. This is good luck. Also wieder zu Jin rüber. Und wo war der Ausweis? Der lag genau neben dem Bauplan. Was wahrscheinlich beim Looten aufgehört. Ja, oder? Kann sein. Sieht ganz gut aus. Raffi, deine Verwandten rufen dich. So. Wo war das Ding von der Jin? Bei Jin an dem Abgabepunkt von der Mission, glaube ich. Okay. Okay, okay. Aber ich denke, hier drin kann man allgemein noch ein bisschen looten. Gab's da was drin? Nein. Aber hier geht die Tür auf. Hier ist zweimal Dietrich 1 hier hinten bei mir. Hinten rum. Also hier drin ist auf jeden Fall was. Okay. Was denn noch nicht? Ja, lass mal noch keine Mission weiter abgeben oder sowas. Ey, guck mal, hier liegt noch ein Spaten. Kann den noch jemand mitnehmen? Warte. Ja. Falls einer den verkauft.
So, hier warte, auf den. Hintenrum ist zweimal. Hab ich. Links öffnen. Hast du geöffnet? Okay, warte, dann muss ich gucken. Ne, mach mal. Nein, nein, nein. Oh, sind drei gelaufen, ne? Gefällige Stoppelklinge. Gut, nehmen wir mit. Machen wir's. Okay, dann lassen wir sie die Dings abgeben. Here's the story. Erzähl uns die Story. His most we heard on the radio that their car got swamped and they're stuck out there, waiting for help. Go there and get our weapons back and I'll tell you how to find Moen. Okay. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und if you want to get those sons of bitches, you better. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wie wir den Dschungel erkunden. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. So. Und ihr, wünsche euch einen schönen Abend, so rum. Oder Tag, oder wie auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.